Heute machen wir etwas Tutorial und gleichzeitig etwas Werbung in einem. Es geht um unsere Flair-Pakete. Das ist zum Beispiel das riesengroße Flair-Paket JPEG und RAW. Und es geht auch gleichzeitig um Lumina von Skylum. Wir werden oft gefragt, ob man die Lightleaks und Flares nur mit Photoshop einfügen kann oder ob das auch was mit Lightroom funktioniert. Und unter anderem kommt auch die Frage, wie und ob das mit Lumina funktioniert. Und ja, diese Frage wollen wir heute beantworten. Es funktioniert und es funktioniert besonders gut, weil man wissen muss, dass das eigentlich das ultimative Flair-Paket ist für Lumina. Warum? Kommen wir gleich dazu. Aber ich glaube, dieses Video verdient einfach mal so ein Pling mit Werbung oben links. Also ja, wir machen hart Werbung für uns selber. Ist das verboten, Werbung für sich selber machen? Ich glaube ja. Egal. Also, ich gehe jetzt einfach mal in Lumina rein und ich habe mir hier so ein paar Bilder ausgewählt. Unter anderem habe ich zum Beispiel hier schon ein Flair hinzugefügt. Und das Ganze ist sehr, sehr, sehr simpel. Im Bearbeitungsmenü gibt es nämlich bei Lumina ein Ebenensystem. Ich kann zum Beispiel bei dem Bild genauso verschiedene Ebenen in einem Bild platzieren. Und das Ganze geht relativ simpel. Ich klicke hier oben rechts auf Ebenen. Und dann füge ich einfach eine neue Bildebene hinzu. Suche mir einen Flair aus. Zum Beispiel ist das jetzt hier ein sehr radikaler Flair. Und gehe hier in den Mischmodus. Und zwar Screen. Das ist das, was ich brauche. Es funktionieren auch andere, aber das ist der eigentliche. In Deutsch heißt der negativ multiplizieren. Und jetzt habe ich natürlich ein Problem, dass hier oben die Sonne aus der Richtung kommt, der eigentliche Flair aber aus links kommt. Und wenn ich jetzt STRG T drücke, schon öffnet sich das Ebene-Umwandeln-Modul. Und jetzt kann ich hier, und das sind oben diese beiden Elemente, die sehr wichtig sind, das ist das Flippen. Erstmal flippen horizontal oder eben vertikal. Und so kann ich einfach den Flair in genau die Ecke bringen, wie ich ihn brauche. Und voilà, schon habe ich eben das ganze Bild, Entschuldigung, perfektioniert. So, das heißt, da ist der Flair. Ich kann die Ebene auch hier über diesen kleinen Haken ein- und ausblenden. Und so kann ich verschiedene Ebenen machen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel merke, dass der Flair das ganze Bild zu hell macht, dann muss ich teilweise in das untere Bild zurück, dort in die Grundeinstellungen. Und dort würde ich dann zum Beispiel im Grundbild das Ganze schon ein bisschen wärmer färben. Also nicht zu viel, aber ich würde auf jeden Fall gucken, dass die Lichter maximal da sind, weil der Flair, der oben drüber kommt, gehen wir ins Menü, dann nehmen wir den hier, der macht eh alles heller. Und wenn man dann noch möchte, kann man übrigens die Einstellungsebene, also eine Bearbeitungsebene, noch drüber legen. Und dort kann man eben das gesamte Bild zum Beispiel nochmal mit Kontrast verfügen oder die Farbe verändern oder auch ein bisschen zum Beispiel die Sättigung wieder rausnehmen. Das ist natürlich auch hier. Farbe, Sättigung. Und so hätte man dann einen wirklich, wirklich natürlichen Look. Also in Lumina ist es ganz einfach, mit diesen Ebenen zu arbeiten. Man kann mehrere hinzufügen. Warum man jetzt unser Paket braucht, hat einfach folgenden Grund. Ich kann hier nicht wirklich die Flares so wie bei Photoshop wirklich im Bild verändern. Also bei dem Foto sieht man es zum Beispiel relativ deutlich. Ich gehe hier einfach mal auf die Ebenen und deaktiviere die den Flair. Hier ist das schon eine kleine Sonne drin. Und wenn ich die verstärken möchte, dann muss ich einen Flair finden, der genau an dieser Stelle passt. Und wie man hier jetzt gleich sehen kann, wenn ich jetzt hier auf Verändern ist, ich habe hier schon hart das ganze Bild umhergedrückt und hergezogen und musste ihn größer machen, damit er ja an diese Stelle passt, die ich ihn haben wollte. Und wenn man jetzt unsere Auswahl hat, ich gehe nochmal kurz zurück, von diesen 5421 Flares, dann hat man auf jeden Fall die richtige Positionierung und das Richtige dabei, um das Ganze dann perfektionieren zu können. Das heißt, hier ist auf jeden Fall der richtige Flair dabei, der genau das macht, was er soll. Und wer so ein bisschen angenervt ist von Flares, der kann auch hier so ein bisschen mit Nebel arbeiten. Wir haben nämlich auch Nebel und Fog Overlays. Das bedeutet, in dem Falle würde ich natürlich die Ebene wahrscheinlich noch ein bisschen warm färben wollen.
damit die auch so richtig schön reinpasst. So, und jetzt habe ich hier einen richtig schönen, so einen richtig schönen Fog-Effekt. Wenn man da natürlich nochmal ein bisschen Kontrast drüber spielt. Also ganz, ganz, ganz wichtig, das ist der Tipp, den ich hier mitgeben kann. Man haut nicht nur einen Flair drauf, man haut danach noch die eigentliche Bearbeitung drauf, um alles so ein bisschen zusammen zu mischen. Kann man wahrscheinlich am besten vom Kochen mit dem Kochen vergleichen. So, wenn man irgendwas zusammenbringt, dann wird der Geschmack einheitlicher, wenn man danach noch ein bisschen was... Ach, verdammter Vergleich. Wir lassen es. Viel Spaß beim Fotografieren. Lumina kann's. Unsere Flares sind sehr gut geeignet. Es gibt Nebel, es gibt Flares. Und wer erstmal probieren möchte, ob es auch überhaupt klappt, es gibt ein Flair-Light-Paket. Einfach nur unten auf kostenlos aktivieren klicken im Store. Dann kann man das einfach so machen. Ich zeige es hier an der Stelle mal ganz gerne. Flares Leaks. Und da gibt es einfach das Light. Genau, da ist es. Da ist das hier, gratis. Da ist es. Einfach anmelden zum Aktivieren und dann kann man draufklicken und dann kann man sich direkt den Download ziehen. Viel Spaß beim Fotografieren, viel Spaß beim Bearbeiten. Euer Martin, over and out.